Ja, herzlich willkommen zum Bayerisch Tanzen zum Mitmachen vom Kulturreferat München und mit dem Magnus Keindl und der Katharina Mayer. Also den Tanz, den wir euch heute sagen, den habe ich schon von meinem Papa gelernt. Und der heißt Hamburger Dreher. Und er kommt aber nicht aus Hamburg, sondern er kommt aus Rehberg. Das ist da hinten in Niederbayern. Im Bayerischen Wald, gell? Ja. Und ist ein wunderschöner Tanz, der ein bisschen Virtuosität zulässt und einfache Schritte hat. Also die einfachen Dreherschritte ist euch sicher schon bekannt. Tanzfassung wieder, ganz normal, wie eigentlich immer. Gell? Mhm. Rechte Hand des Herrn auf dem Schulterbladel und die andere Hand einfach gefasst. Sie liegt von oben drauf. Und für den Dreher müssen wir einfach nur zur gefassten Hand und dann wieder zurückwiegen, also hin und her wiegen. Also eher nicht wiegen, eher so ein bisschen laufen. Wir, wenn Sie da einfach mal so, das könnt ihr ja mal schon mal im Wohnzimmer üben, so locker, wenn man das, sage ich immer dazu, ich stelle mir das immer so vor, oder so war es in meinem Sportstudium, da beim Joggen hat man dann immer an die Ampeln warten müssen in Schwabing. Und dann bin ich immer ungefähr so um diese Ampel rumgelaufen, um halt nicht stehen zu bleiben. Und so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und es ist sehr hilfreich, wenn man mit dem Fuß zur gefassten Hand gemeinsam beginnt und dann immer hin und her tut. Weil dann kann man nämlich alles machen, zum Beispiel auch die Dame ausdrehen. Und wenn wir im Rhythmus bleiben und er auch einfach weiterläuft, dann sind wir immer nur beieinander und es float gemeinsam. Genau, bei diesem Tanz wird gelaufen und die Vorübung ist einfach die gefasste Hand heben und die Dame geht da einmal durch. So. Und dann sagen wir schon, ey, das ist schon ein Profi, das seht ihr schon, gell? Der hat die Hand schon da, wo sie hingehört. Aber normal, aber ihr könnt ja erst mal anfangen mit nur unten durchlaufen. So, genau. Und dann nochmal unten durchlaufen. Wunderbar. Und jetzt laufen wir unten durch und seine Hand bleibt auf meinem Rücken und ich umkreise ihn. Ich laufe einfach einmal rum. So lange, wie ich halt brauche. Erstmal. Und dann gehen wir wieder gemeinsam. Dann drehe ich wieder raus. Er schiebt mir ein bisschen an und ich laufe rechts um ihn rum. So, dann fangen wir wieder ein. Wir machen das gemeinsam. Jetzt das Gemeine ist, dass ich nicht so viel Zeit habe. Also ich kann sie mir nehmen, dann ist auch wurscht. Aber eigentlich habe ich nur 8 Schritte Zeit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Magnus ist natürlich der Superprofi. Der macht das, der bleibt nicht einfach stehen. Er könnte auch einfach stehen bleiben. Wir machen 1, 2, 3. Und ich drehe mich der Dame zu. Ja. Gell, dass es wieder einfacher kommt. Wenn er stehen bleiben würde, dann bleibt man einfach stehen. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und habe ich mit 8 Schwierigkeiten rum zum Kimmer. Und wenn er mir ein bisschen entgegendreht, dann geht das. Machen wir nochmal, oder? Ja. Und 1, 2, 3. Also entgegendrehen, gell? Nicht der Dame nachdrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drehen wir mal nach. Ja, weil sonst wären wir nicht fertig, gell? Da laufe ich lang, bis ich rumkomme. Ich drehe mich einfach nach links der Dame zu. Genau, machen wir nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so geht es immer weiter. Auf 1, 2, aus sie dran. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und sing ein Kommando dazu. Das machen wir aber dann während dem Tanzen. Dann die Song machen wir es gleich mit der Musik. Und man fängt nach dem Vorspiel auf dem ersten Schlag mit dem Rausdrehen an. Also das heißt, es beginnt nicht mit dem Dreher gemeinsam, sondern man muss sofort unten durch mit dem rechten Fuß für die Dame. Und du kannst halt ein bisschen anschirmen. Also als Mann. Ich zeig dir schon die Richtung. Das ist gut. Und aus den Armen, wir laufen unten wieder zusammen. Dann drehen wir rundherum, dann drehen wir rundherum. Wieder aus den Armen, umkreisen unten wieder zusammen. Dann drehen wir rundherum und ohne. Und alles, was uns haben kommt, das muss gestempelt sein. Das muss gestempelt sein. Das muss gestempelt sein. Thank you.
Ja, einer meiner Lieblingstänze, der Hamburger Dreher. Und ich hoffe, ihr habt mitgetrallert und könnt euch jetzt aufs Sofa schmeißen. Ich hoffe, ihr habt kein Drehwurm als Frauen, weil das ist schon viel dran für euch. Ja, aber schön. Pfiat euch. Servus.